Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda, zu The Legend of Zelda, Breath of the Wild. In diesem Part werden wir vielleicht irgendwas in diesem Schrein erreichen. Nein, stopp, wir sind gar nicht in einem Schrein, wir sind diesmal in einem echten Dungeon. Nämlich in dem Wassertitan. Und ich sehe gerade, wir sollten erstmal eine Kleinigkeit essen. Wir haben halt doch ein bisschen Schaden davongetragen. Und ich habe immer noch keine Ahnung. Da müssen wir rein, in die Tür. Aber wie? Das stört mich. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das irgendwas? Zahnräder, die sich drehen. Gut. Brauchen wir, die wir drehen können. Die brauchen wir aber nicht einfrieren. Das macht keinen Sinn. Oh, lila. Lila können wir doch kontrollieren. In eine andere Richtung. Wusch. 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 Okay. Was ist denn das hier? Schickerstein erkannt. 4 Kontrollsiegel musst du noch lösen. Gib nicht auf. Okay, wir haben irgendwas geschafft. Damit können wir auf der Karte was erkennen. Ja, wir haben auf der Karte nur noch 4 Kontrollsiegel. Vorhin waren es noch 5. Jetzt sind es nur 4. Wir haben hier unten einen gelöst. Cool. Kann man hier ranzoomen? Nein, leider nicht. Ich würde gerne hier zoomen können. Zumindest eine Stufe irgendwie. Naja, gut. Stimmt. In dem kleinen Zahnrad ist auch so ein Ding drin und in dem großen. Im großen habe ich es ja gesehen gerade. Aber da weiß ich noch nicht, wie man hier reinkommen soll. Genauso wie in dem Rüssel. Wie kommt man denn in den Rüssel? Ich versuche mal das kleine Zahnrad da. Nein, warte. Oh, wie kann man nochmal dahin? Ich glaube über den Außenweg, oder? Ja, hier. Naja, jetzt die Soras sind bestimmt jetzt schon mal glücklich, weil es ja nicht mehr regnet. Ich muss echt sagen, das sieht auch viel schöner aus so. Wenn es mal nicht regnet. So. So. Hier. Aber wo? Laut der Karte ist da drin so ein Sch. Ah, hier ist das Podest. Vielleicht müssen wir irgendwie das Wasser da anhalten. Vielleicht so. Reicht das? Können wir das jetzt nutzen? Ach komm. Nur weil wir 2 Zentimeter schräg stehen. Nur weil wir 2 Zentimeter schräg stehen, geht das nicht. Was soll denn das? Wenn ich den jetzt kaputt mache. Nein, echt nicht. Ich muss das exakt gerade hinkriegen. Okay. Wow. Vor allen Dingen wow, weil ich das Wasserrad ja, ich das Modul anhabe, nicht mal erkennen kann. So. Na gut, also so. Einmal rundherum fahren lassen. Also ihr wisst hier, ich kann von. Kann ich das von hier aus machen? Gut. Das nützt mir aber immer noch nichts. Geht das von hier auch noch? Ja. Und es ist gerade vorbei. Weil ich es zu spät gesehen habe.
gut. Das ist jetzt etwas eine Frage der Geduld, aber es sollte gehen. So, ich muss achten, dass ich immer hier drauf bin. Oh nein, jetzt habe ich es wieder nicht. Jetzt war ich zu langsam, beziehungsweise ich war nicht richtig drauf. Weil es eben durch das Bewegen einer Hände von dem Gamepad, hätte ich beinahe gesagt, eben auch dazu führt. Komm schon. Danke. Jetzt geht das wenigstens auch. Schickerstein erkannt. Noch 3 Kontrollsiegel. Du schaffst das. Ich weiß, dass du es schaffst. Sie glaubt an uns. So. Da, auf der Karte ist es jetzt auch verschwunden. Puh. Mach mal den Rüssel nach der Gans hin. Und das Wasserrad bei dem Großen scheint sogar richtig zu sein, weil die Kugel... Da ist nämlich jetzt blau und auf dem richtigen Ding drauf. Das ist genial. Jetzt müsste ich nur noch irgendwie wieder hier hochkommen. Ach Mann. Jetzt richtig? Oder ist das genau falsch rum da? Ich sehe bei dem großen Wasserrad noch nicht so ganz durch. Aufsteigen! Wow! Zum Glück haben wir vorher des Dings gemacht. Noch eine Truhe. Also, vorher die Abkürzung geschafft. Ritterhellebarde. Diese Waffe, halb Lanze, halb Axt, bedarf der Hand eines erfahrenen Kriegers. Hellebarden sollen in früheren Zeiten vor allem von der Reiterei getragen worden sein. Oh, ich habe sogar Platz dafür. Cool. Ich möchte gerne jetzt einmal speichern, bevor ich da rumreise, weil falls mir das so nichts bringt, muss ich ja wieder hier hoch, irgendwie. Warum konnte Link da gerade laufen? Ah, ich hab's gesehen. Dieses Ding hier muss einmal komplett auf der anderen Seite sein. Hä? Wie jetzt? Das hier ist jetzt auf dem Kopf. Das Wasserrad muss sich quasi einmal andersrum drehen. Wie kommt man denn da hoch? Den kann ich hier wieder nicht hochklettern. Das ist doch schon die höchste Position, oder nicht? Oder warte mal. Wenn ich den Rüssel hier nach ganz oben hole. Kommt er von der Seite? Oder von der anderen? Ah, da.
Ich mach das mal so. Dann muss ich das Wasser wieder so. Haben wir das jetzt vielleicht geschafft? Was haben wir hier eigentlich? Können wir hier rausgucken? Ja, können wir, aber hier ist... Eine Kabi löschen. Ah, da oben. Aber verstehe. Okay, hier ist auch noch ein Weg. Wahrscheinlich der Weg, den man eigentlich nehmen soll. Nein, es ist immer noch nicht richtig. Elefant? Sorry, wir müssen noch mal ein bisschen Wasser holen. Genau, ist der kleine blaue Elefant. So. Bam. Das ist nun richtig. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Da muss ich erst überlegen, wie das gehen soll. Ich gehe mal hier erstmal lang. Tatsächlich, hier kann man rausgehen. Okay, gut. Ist geklärt, wie man da hochkommt. Aber... wie soll das da funktionieren? Die blaue Kugel, die orangene Kugel muss ja da oben hin. Aber automatisch durch das Drehen schafft sie das nicht. Und mein Zeitanhaltemodul hier... das Stasis-Modul, das hält doch niemals im Leben so lange, dass ich alles hier drehen kann. Zumal der Elefant sich ja bewegt und das Wasserrad dreht und nicht ich. Wenn ich das manuell anhalten könnte, wäre es was anderes. Oder beschleunigen oder so. Aber der Rüssel braucht ganz schön lange, bis er diese Position hat. Fakt ist natürlich, dass ich so da nicht reinkomme. Also theoretisch müssen wir echt, während das Ding sich dreht,
die Kugel aufhalten. Aber mein Modul reicht doch nicht so lange. Und blockieren können wir es auch nicht, weil wir Steinplatten, die da drüben sind, zum Beispiel nicht wegkriegen oder so. Elefant muss erstmal wieder Wasser herlassen. Puh, überlegen wir mal. Überlege gerade. Könnt ihr mit mir überlegen? Die Kugel muss da gegen. Aber für unser Modul reicht doch nicht so lange. Und hier ist aber auch, kommt aber auch kein Wasser an, sodass ich sagen könnte, dass wir das mit dem Wasser machen. Hier, jetzt ist das Ding offen. Also müsste ich das da quasi anhalten. Wir sehen ja schon, dass das Rad hier, mein Kryomodul, hält nicht lange genug. Wir haben ja auch ausprobiert, wir können da auch nicht reinfliegen. Ich überlege. Können wir vielleicht doch da reinfliegen? Von hier aus irgendwie. Also wenn es offen ist natürlich. Warte. Bam. Au! Au. Link. Aufpassen. Also wir sind auf jeden Fall schon mal drin gelandet. Das ist gut. Also es scheint so zu funktionieren. Wie gesagt, nur erscheint. Wir sind halt drin gelandet. Aber halt auch nur. So. Nein, die Richtung wäre aber richtig gewesen. Wir müssen das echt aus dieser Position raus machen. Weil dann haben wir die Stacheln ja nicht unter uns, sondern über uns. Das ist das Ziel. Also wir müssen warten, bis sich der Kreisel so rumdreht. Ich komme da so nicht hoch. Ja, also bis hier quasi. Was? Mann, es ist gar nicht so einfach, da reinzukommen. Na los, Link, schwimm nochmal hoch. Das ist ja schon Übung. Hui. Sind wir etwas früher hier, können wir uns besser ausrichten.
Also, so rum wäre zum Beispiel falsch, weil jetzt würden wir genauso reinlanden, dass wir, na, Probleme kriegen mit den Stacheln. Deswegen müssen wir das jetzt natürlich nicht mehr nutzen. Also die Truhe da ist mir gerade egal. Die können wir uns auch später noch holen. So wollte ich ja zuerst. So komme ich nämlich gut rein, weil ich irgendwie auf die Seite besser springen kann. Aber das wäre falsch, haben wir ja gemerkt. Da kommen die Stacheln und werfen uns sofort wieder raus. Also müssen wir die Kugel so machen. Warum fliegt Link immer daneben? Hallo Link. Du sollst nicht daneben fliegen, sondern da rein. Mann, das hat doch eben auf der anderen Seite so gut geklappt. Es ist halt nur die falsche Seite. Es ist halt einfach nur die falsche Seite. So rum ist halt falsch, weil... Ne? Steinchen machen, Zacken da drin machen. Aua. Link, du sollst da reinfliegen. Ah! Ich dreh noch durch. Warum fliegt er denn nicht da rein? Link, so schwer ist das nicht. Wow, das war knapp. Wie gesagt, so rum rein geht ja leider nicht. Wahoo! Huba! Huba! Ich krieg die Krise. Ich probiere es jetzt mal von hier hinten. Das war jetzt mein Fehler, nicht der von Link. Ich habe die Taste nämlich nicht richtig getroffen. Moment. Wir haben dann immer noch zwei übel. Nicht übel, sondern übrig. Nämlich einmal das im Rüssel und einmal das andere. Naja, einmal da oben drin. Und dann halt einmal im Gehirn, würde ich jetzt sagen. Soll das darstellen. So, jetzt bleiben wir hier aber drin. Sobald geht, machen wir Untersuchung. Puh, Schickerstein erkannt. Es sind noch zwei Kontrollsiegel übrig. Nur noch ein bisschen. Ja. Puh. Glücklich, glücklich. Aber wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part, denn dieser hier ist jetzt wieder rum. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.